So, herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Ich begrüße euch an diesem Samstagabend zu einem weiteren Stream. Yay! So, schön. Ich bedanke mich für euer zahlreiches Erscheinen. Getränke sind da vorne, Knabbereien stehen daneben. Ihr könnt euch gerne bedienen, so vollumfänglich, wie ihr möchtet. Das ist das Angenehme an einer virtuellen Party, wisst ihr? Im Wesentlichen, ihr müsst euch um nichts kümmern. Wir können uns den Rest einfach vorstellen. Stellt euch die lustigen Girlanden vor, stellt euch die Luftballons vor, stellt euch den ganzen anderen Kram irgendwie vor, der zu einer Geburtstagsparty eventuell dazugehört. ich versuche es mir jedenfalls vorzustellen. Und ich glaube, das reicht mir auch. Auf eine gewisse Art und Weise. So, ich habe mich natürlich um nichts gekümmert. Wie könnte es auch anders sein? Dementsprechend ist es also auch so, dass ich jetzt vorhin vor meinem Spieleregal saß und große Schwierigkeiten hatte, mir irgendetwas herauszusuchen, auf das ich auch tatsächlich Bock habe heute Abend. Und ich habe mich jetzt erstmal für Super Mario All-Stars entschieden. Es kann aber auch sein, dass wir im Laufe des Abends feststellen, dass ich doch auf irgendwas anderes Bock habe und dann wechseln wir das Spiel. Also das wird heute eventuell ein lustiges Potpourri an lustigen kleinen Spielen. Vielleicht bleiben wir aber auch den ganzen Abend dabei, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Ich hoffe, du hast ein Hygienekonzept. Ich hoffe, ihr habt alle eure Masken mit dabei. Darum muss ich mich nicht kümmern. Irgendwie müsst ihr ja hergekommen sein mit der Bahn oder mit den diversen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich wollte zuerst sagen, öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel. Aber das war irgendwie zu viel des Guten. So. Wie gesagt, wir spielen ein bisschen Mario All-Stars. Also ich spiele Mario All-Stars und ihr könnt mir, wenn ihr tatsächlich Lust habt, dabei zugucken. Frage wäre jetzt halt nur, was wir davon spielen. Weil Mario All-Stars ist ja so ein Ding, das besteht ja aus 4 Spielen. Wir könnten eine Umfrage machen, theoretisch. Ich sag mal so, Mario Bros. 1 und Mario Bros. 2 sind ja beides Sachen, die man relativ schnell, in Anführungszeichen, durchspielen kann. Mario Bros. 3 ist einfach nur lang und Mario Bros. Lost Levels ist einfach nur nervig. Lang und nervig. Jetzt ist halt die Frage, was wir sehen wollen. Von Anfängen bis Abspenden. Ich kenne den Plural nicht. Also wenn ich theoretisch früher angefangen hätte zu streamen, dann hätte man auch überlegen können, dass ich direkt Mario All-Stars komplett durchspiele. Aber egal. Wollen wir eine Umfrage machen? Komm, wir machen einfach eine Umfrage. Jetzt die Frage, ob Kirby wieder schneller ist als alle anderen oder ob ich tatsächlich selber die Umfrage machen muss. Super Mario Bros. 3 wegen dem Ghetto. Lost Levels, aber mit Rückspul-Feature. Gibt's hier Rückspiel-Feature? Ich weiß es gar nicht. Gibt's das? Ja? Keine Ahnung. Ich würde es sowieso nicht einsetzen, mal davon abgesehen. Aber deswegen spielen wir auch die Mario All-Stars-Version, weil die hat ja wenigstens eine Speicherfunktion. Sodass wenigstens nichts total Blödes passiert. Ich glaube, das ist unter Umständen eine gute Idee. ZL und ZR gedrückt halten. Ja. Da siehst du mal, wie selten ich dazu komme. Was soll Hering spielen? Oh. Okay, gut. Ich wollte gerade anfangen, es zu tippen. Gut, Kirby Freak war schneller. Also, was soll Hering spielen, ist gerade eine Umfrage im Chat. Ihr dürft euch was aussuchen. Lasst euch nicht irritieren, auch wenn Kirby Freak sehr lustig war. Doki Doki Panic ist eigentlich Mario Bros. 2. Ich weiß, ist schwierig. Und die meisten von euch wissen das unter Umständen nicht. Aber jetzt an der Stelle habe ich einfach nochmal diesen unglaublich interessanten Fakt gedroppt. Nur für euch. So. Dupdidu. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß auch nicht, was ich habe. Dip, 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 dip. Mir stört ein bisschen, dass hier keine Musik ist. Das ist sehr irritierend. Wir können uns Klackgeräusche anhören. Klick, klick. Klick, klick, klick. Gibt es eigentlich noch irgendwas anderes? Was ist noch mal rausgekommen? Achso, Donkey Kong Country 2 war noch mal rausgekommen, ne? Ja. Und noch irgendwas anderes hier, dieses Brawl Bros. Haben wir sogar schon mal zusammen gespielt. Das hatte ich mit VR, glaube ich, mal zusammen gespielt. Was war denn das andere, was hier noch rausgekommen ist vor kurzem?
The Peacekeepers. Genau, das war noch neu rausgekommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Cover sieht unglaublich toll aus. Der sieht auch wie etwas aus, was man unbedingt in seine Virtual Console reinpacken sollte oder in seinen Nintendo Switch Online Mitgliedschaftsbonus-Ding-Gedöns. Ihr wisst schon, ist egal. Picross ist super, das stimmt. Hallo Chippy. Aber das hatte ich ja schon illegal auf dem Super NES Mini gespielt. Dieses Mario Picross. Deswegen ist schön, dass es jetzt mit dabei ist hier. Aber ich kannte das dann ja schon. Ist da überhaupt Mario Bros. Dabei oder nur Super Mario Bros.? Das alte Mario Bros. Ist ja nur in Super Mario Bros. 3 als Bonusspiel mit inkludiert. Inklusive. Ansonsten ist es ja einfach nur Super Mario Bros. 1, 2 und 3. Düb, düb, düb. Aber anhand der Umfrage, ich glaube, man weiß so ungefähr, was gemeint ist. Es ist jedenfalls eine Kopf-an-Kopf-Abstimmung, so wie ich das feststelle. Viele von euch hatten Bock auf Doki Doki, aber die überwältigende Mehrheit ist momentan eher bei Lost Levels. Bisschen Zeit habt ihr noch für die Abstimmung? Wobei die meisten von euch sowieso, so viele Leute sind wir sowieso nicht. Also die Leute, die es interessiert, die haben wahrscheinlich sowieso schon abgestimmt. Babidabidab. Also durch die Hintertür. Ja. Was mich wieder daran erinnert, im ersten Part von Super Ma also Mario und Luigi Superstar Saga hatten wir ja auch festgestellt, dass Mario Bros. Da ja auch mit drin waren, ne? Als kleines Bonusspiel. Als kleines Schmankerl für zwischendurch. Düb, düdüb, düdüb. So, jetzt hat Lost Levels noch eine zusätzliche Stimme bekommen. Ich nehme mal stark an, dass die Geschichte jetzt irgendwie durch ist. Ihr habt irgendwie Bock, mich leiden zu sehen, oder? Willst du dein Geschenk nicht öffnen? Was für ein Geschenk? Noch habe ich nicht Geburtstag. Was wollt ihr jetzt von mir? Hä? Das dauert noch ganz lang, bis ich älter werde. Oder so ähnlich. Düb, 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 düb. Ich meine, was wäre jetzt das Richtige? Ihr kommt alle hier rein, jetzt in meine Wohnung. Ihr seid jetzt alle hier versammelt. So um die 16 Leute. Was viele Leute hier sind für diese Wohnung. Also Hygienekonzept für den Arsch schon mal. Und naja, jetzt steht ihr hier so rum. Und jetzt hören wir lustige Musik. Und jetzt nippen wir alle an unserer Cola oder anderen zuckerhaltigen oder weniger zuckerhaltigen Getränken. Und die Geschenke habt ihr hoffentlich irgendwie in eine schöne Ecke gestellt, auf den Tisch, wo die sich jetzt schon stapeln und wo das Ganze ganz groß wird und so. Und die Vorfreude bei mir ist schon sehr groß, dass ich euch später alle rausschmeißen kann, damit ich mich ums Auspacken der Geschenke kümmern kann. Ja. So wie Geburtstage halt funktionieren. Ist auch in Ordnung. Ist Star Fox 1 oder 2 Lylat Wars? Lylat Wars ist der N64-Teil. Star Fox 1 und 2, das sind die Super Nintendo-Spiele. Endlich ist bald Weihnachten und der Supermarkt hat wieder Cola mit Zimtgeschmack. Bäh. Ist ja furchtbar, pfui. Aber nun gut. Aber Hering, über das Internet zu reden, sind noch die neuen Partys. Wir sind solche Hipster, wir haben das schon gemacht, bevor es cool war. Aber sowas von. Okay, gut. Umfrage ist vorbei. Lost Levels hat gewonnen. Alles klar. Ihr wollt mich leiden sehen. Alles in Ordnung. Dann mal los. Spaß, Spaß überall. Tralali, tralala. Oh, da freuen sich schon alle. Düdüm. So, keine Ahnung. Ist die Musik korrekt eingestellt? Ich glaube, so kann man machen und dann ist es in Ordnung. So, Super Mario The Lost Levels. Ja, Super Mario Brothers The Lost Levels. 1986 erschienen, der direkte Nachfolger von Super Mario Bros., allerdings nur für die Japaner. Also wir Europäer und auch die Amerikaner haben das hier bekommen, weil die Japaner sich so gedacht haben, das wird kein normaler Mensch auf der restlichen Welt spielen wollen. Also wir sind ja schon komisch. Aber
Das können wir anderen Nationen nicht zumuten. Das lassen wir mal schön unter Verschluss. Stattdessen kriegt ihr das hier. War auch eine gute Idee, weil das hier ist auch ein super tolles Spiel, aber ja. Was soll's. Guten Abend, Wutit, und vielen Dank für das Abo. Ich suche die richtige Tasse. So, wie funktioniert das? Aha, Steuerung, ja, alles klar, cool. File A und los. Also hättest du... Stirbt er jetzt am Cooper? Nein, tut er nicht. Also hättest du 3 Stunden früher gesagt, dass du zu dir einlädst, hätte ich sogar noch zu dir geschafft. Aber was musst du nur so weit weg sein? Ja, das verstehe ich auch nicht. Boah, da spielt aber einer so richtig meisterlich dieses Spiel, oder? Und Game Over. Gut, das war Game Over Nummer 1. Spielen wir eigentlich mit Mario oder mit Luigi? Konnte man das zwischendrin wechseln? Ich weiß es nicht mehr. Wir fangen jetzt mit Mario an. Boop, 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 boop. So. Okay. Ich muss jetzt erstmal klarkommen mit dem, was mich hier erwartet. Ist alles nicht so einfach. Ich habe das vor Ewigkeiten das letzte Mal gespielt. Ihr erinnert euch eventuell. Das war ein seltsames Let's Play. Oh. Ich stell gerade fest, die Sprungmechanik ist anders. Es hilft nichts, wenn ich den Knopf gedrückt halte auf dem Feind, damit ich dann weit abspringen kann. Das ist ja doof. Aber gut. Okay, das sind alles so Dinge, die kriege ich schon wieder geschnallt. Wow. Ich hoffe es zumindest. Geil. So eine Art habe ich mir das vorgestellt. Düp, düp, düp. Eventuell muss ich mich sogar ein bisschen konzentrieren. Aber nur eventuell. Guten Abend, Faura. Ich glaube, wir hatten das auch mal in einem Stream angespielt. Irgendwie. Das war dann auch so ein Abend, bei dem ich irgendwie auf nichts großartig Lust hatte oder so. Das könnte zumindest gut sein. Du müsstest doch schon Übungen, dich Mario 35 haben. Naja, aber bei Lost Levels ja jetzt nicht. Und die Sprungmechanik und so weiter, das funktioniert in Mario Bros. 35 ja doch ein bisschen anders. Da ist es ja mehr an Mario Maker angelehnt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wow. Deswegen dürfen wir das jetzt nicht überinterpretieren. Alles, was ich in Mario Bros. 35 eventuell gelernt habe, das nutzt mir hier vermutlich kein bisschen. Dup-di-du. Dup-dup-dup. Guten Abend, Papa Mai Mai. Und danke für deinen suffisanten Kommentar. Dup-du-du. Das mit dem Gegnersprung ist in Mario Bros. 1 auch so. Hat mich sehr irritiert. Ja, früher war es halt so. Da konnte man auf nichts zurückgreifen. Man hat keine Sicherheit bekommen durch das Spiel. Man musste sich irgendwie so durchbeißen. Lappidoppidopp. Wee. Schnups. Ach ja. Wir haben schon einen Blooper im Titelscreen. Ups, im Levelscreen gesehen. Blooper bin ich jetzt aber tatsächlich gewohnt, ne? In so einer Umgebung. Das ist doch jetzt nichts Neues. Jetzt wäre es nur lieb, wenn du wieder herkommen würdest. Hallo? Was macht er da? Ich verstehe dies nicht. Das war auch mega dumm. Der hat keinen Bock auf mich. Ich meine, ist auch mal faszinierend, aber... Warum? Ups, ups. Gab es hier Kaizo-Blöcke? Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Es könnte sogar sein. Zumindest später dann vielleicht. In so manch einer lustigen Welt. Guten Abend, Nami. Bin gespannt, wann fliegende Chip-Chips auftauchen. Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her. Man konnte erstaunlich viel in diesem Spiel falsch machen. Es gab ja auch falsche Warp-Zones, die einen wieder zurückgeworfen haben. Das war mal ein richtiger Spaß.
Aber ich glaube, die habe ich im Let's Play nicht mal gefunden. Ich habe den Knopf gedrückt. Das wird mir keiner glauben, aber ich habe den Knopf gedrückt. Gut, soviel zur Feuerblume. Ich meine, brauchen wir ja sowieso nicht, ne? Wow. So lustig. Ui, cool. Okay, funktioniert. 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 Erstaunlich gut. Okay. Feuerblumen sind für Nups. Finde ich auch. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Blöder Toad. Ich gehe nie wieder in so ein falsches Schloss rein. Warum soll ich die alten Toads überhaupt retten? Gibt sowieso zu viel davon. Jetzt mal ernsthaft. Also jetzt mal wirklich, wer wird ihn denn vermissen? Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dass du vor den ganzen schönen Auslass-Spielen ausgerechnet das Level spielen musst. Ja, die Mehrheit hat entschieden. Offensichtlich hat die Mehrheit einen sehr fragwürdigen Humor, aber... Aber gut. Es ist, wie es ist. Bringt mir nicht mal was, die Viecher umzubringen oder so. So. Es könnte sogar gut sein, dass hier unten links was ist in der Röhre. Aber mit Gewissheit kann ich es nicht sagen. Woran ich mich noch erinnere, ich glaube, die späteren Level wurden sogar einfacher. Aber erstmal dahin kommen. Ich muss auch einfach noch mehr Vertrauen in die Steuerung reinbekommen, weil momentan ist es alles noch sehr unbeholfen. Und ich spiele noch nicht so schnell, wie ich es in einem Mario-Spiel theoretisch gewohnt bin. Okay. Ja, die Trampolin-Dinger haben hier in dem Spiel irgendwie anders funktioniert. Ups. Ja. Genau das habe ich gebraucht und gewünscht. Ja. Ich werde sterben. Cool. Die Mehrheit wird scheinbar überall Lost Levels. Ich kann es nicht verstehen. Aber naja. Eigentlich ist das Spiel schon ein Klacks, verglichen mit gewissen Mario Maker Leveln. Ja, von der Warte aus schon. Aber in Mario Maker ist die Steuerung halt anders, / besser. Das ist der große Vorteil. Ist alles eine Gewöhnungssache sicherlich, aber... Hat, glaube ich, schon Grund, warum sie die Steuerung so angepasst haben. Upsala. Naja. Wenn man behutsam zu Werke geht, dann funktioniert das doch alles richtig, richtig, richtig gut. So, hier sind irgendwelche Münzen. Hier ist irgendein Pilz. Wow. Okay. Ich meine, ich wusste, dass hier irgendwo so ein komischer Block sein muss, ne? Aber... Oh
Okay. Also irgendwas fehlt hier noch, oder? Leute. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Scheiße. Ach, Mann. Ah, danke. Okay. Oh Gott. So bescheuert. Wer baut sowas? Ernsthaft? Was soll das? Wow, boah. Jetzt wurde ich kurzzeitig von dem Goomba des Todes überrascht. Das Gemeine an Mario Bros. 1 ist, dass es keinen Drehsprung gibt. Der hätte vieles vereinfacht. Oh ja. Mario war noch ein bisschen unbeholfen. Die gute alte Zeit. So, da sind deine fliegenden Cheep-Cheeps übrigens. Hui! Gab's ja auch das Limit mit maximal 2 Feuerkugeln schießen? Ja, gab's, ne? Warum sollte es das auch nicht gegeben haben? Hoppala. Wenn man das rückblickend betrachtet, ist natürlich eine interessante Herangehensweise auch von den Entwicklern. Wir haben die Möglichkeit, einen Nachfolger zu einem super erfolgreichen Spiel zu machen. Was machen wir damit bloß? Wir können dasselbe nochmal machen, nur in schwer. Ja, das ist eine gute Idee. Das lassen wir unbedingt machen. Ja, ja. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. So. Sehr angenehm, dass man über die kleinen Löcher einfach drüber laufen kann. Toll. Sehr toll. Ganz toll. Ich hasse mein Leben. Bowser, geh weg. Danke. Guten Abend, Nightbird Dev. Sonst gegrüßt. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Buff, muff, daff, muff. Oh. Ihr lustigen kleinen Hammerbrüder. Oh, ihr lustigen kleinen Hammerbrüder. Oh, ihr lustigen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde nicht sterben. Zum Glück sind die Giftpilze hier nicht so aggressiv. Und verfolgen einen die ganze Zeit. Ist ja auch so eine Mario Maker Unsitte. Ups, ups. Ich hasse mein Leben. Cool. Ja, da könnten coole Sachen drin sein. Habe ich keine Lust drauf. Und wie die Wolken einen im Hintergrund so anlächeln. Ach, ist es nicht faszinierend und schön? Gut. Es hätte mich auch in den Fingern gejuckt, einfach weiterzulaufen, aber ich glaube, das funktioniert in diesem Spiel leider nicht so. Beziehungsweise, ich hätte weiterlaufen können, aber dann wäre die Fahne halt weg gewesen und ich wäre nicht mit zurückgekommen. Das wäre halt echt ein bisschen blöd gewesen. Doop, doop, doop. Ich bin klein, aber rein. Kann der Blooper sich wirklich mal verziehen? Tschup, tschup, tschup. Oh Gott. Es ist übrigens eigentlich wichtig, dass ich Münzen sammle. Wegen Extra-Leben. Die werden mir früher oder später sowieso fehlen, aber egal. Aha, so. Hilfe? Bitte, Herr Blooper, verziehen Sie sich. Oh, ich hasse Wasserlevel. Danke.
Hui. Hui. Sind die zwei Toads im zweiten Schloss eigentlich komplett andere Leute? Oder erst so blöd, sich zweimal gefangen nehmen zu lassen? Das sind andere Leute. Je weiter du kommst, desto mehr Bedienstete sind in den jeweiligen Schlössern vorhanden. Das sind ja irgendwelche Sommerresidenzen von Prinzessin Peach, wo sie es sich gut gehen lässt, wenn das Pilzkönigreich mal gerade nicht angegriffen wird. Und je nachdem, um was für eine High-Class-Residenz es sich handelt, braucht sie dann natürlich auch mehr Leute, die ihr, Luft zu fächeln oder sowas in der Art. Okay. Bidup, bidup. Ups. Läuft doch. Na, wer hätte vor ein paar Minuten noch vermutet, dass wir jetzt schon in Welt 3-4 sind? Jetzt mal ganz ernsthaft. Dip, 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 dip. So. Ach, scheiße, das ist so ein Schloss. Oh, ich hasse es. Ich hab doch keine Ahnung, wie oder wo ich lang gehen muss. Toll. Soll ich unten lang? Hä? Wo war jetzt der Moment gewesen, wo ich... Ich muss unten lang, oder? Aha, so, unten. Jetzt oben? Mitte. Nein. Okay. Whatever. So. Unten. Oben. Oben. Nein. Unten. Unten. Oben. Unten und dann hoch. Wahrscheinlich. So. Unten. Unten. Unten bleiben? Hä? Okay. Irgendwann haben wir alle Möglichkeiten durch. Aha, okay. Unten bleiben. Dein Scheißernst. Gut. Dann halt nochmal. Zumindest haben wir jetzt mehr Zeit zur Verfügung. So, unten bleiben. Mhm. Dann. Auf Röhre. Dann hoch. Dann. Nicht oben bleiben, Mitte. War falsch. Gut. Keine Ahnung. Alle Dinger verschwinden. So. Röhre. Oben? Unten? 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 Nein? Dann nicht. Di. Unten? Mitte? Nee. Okay. Oben? Ich komme doch oben gar nicht lang. Ist hier irgendwo ein Block? Da. Aha. Ja, gut. Oben. Oben langlaufen. Oben bleiben. Ja, oben bleiben wir gut. Sterben. Hallo Bowser. Ich mag dich nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, ist ja Bu. Der scheiß Feuerball hat mich irritiert. Naja, fast. So, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Was jetzt? Unten bleiben. So, dann. In anderen Mario-Spielen
wäre ich nicht getroffen worden. Jetzt ganz ehrlich. Gut. So, aber deswegen spielen wir ja die All-Stars-Version, ne? Damit das Ganze nicht so gar frustig ist. Dann können wir einfach direkt weitermachen und alles ist gut. Guten Abend, Armbanduhr. Einfach schnell mal. Sobald man zu lange bei Bowser überlegt, ist sowieso verloren. Einfach schnell und gut. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Je mehr Toads das sind, desto mehr zweifelt man auch an ihrer Kompetenz. Ganz ernsthaft. Wenn die sich einigermaßen zur Wehr setzen könnten, aber egal. Und danke für das Abo, Kirby Freak. Okay, gut. So, ein Lakito ist ja lächerlich. Jetzt mal ernsthaft. Wow, okay. Das war auch interessant. Ich glaube, an der Stelle bin ich damals beim Let's Play ein bisschen verzweifelt, weil ich es nicht gecheckt habe, dass man durch schnell laufen und aufs Trampolin hüpfen, dass man damit die Weite einfach erhöhen kann. Wenn ich jetzt aus dem Stand einfach da drauf gehüpft wäre, dann wäre ich nicht so weit gekommen. Cool. Lakito, lass mich in Ruhe. Lakito, lass mich in Ruhe. So, Wetten werden noch angenommen, wie lange ich die Feuerblume diesmal behalte. Okay. Cool. Ich sag 2 Minuten. Ihr dürft gerne selber mitzählen. Welt 4-2. Sind zu viele Kugelwillis. Sind zu viele Käfer. Toll. War jetzt tatsächlich nicht so schlecht. Erstaunlicherweise. Wo sind die Hammerbrüder? Da sind die Hammerbrüder. Ich hab euch schon vermisst. Toll. Ganz toll. Und wer hat sich eigentlich den Schwachsinn ausgedacht, dass man dann direkt ganz klein wird, wenn man getroffen wird? Eigentlich, aber egal. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es so tatsächlich aber so ein Ding aus der japanischen Version auch war. Dass man von Feuer Mario aus direkt ganz klein wird. In der europäischen und amerikanischen Version soll es eigentlich anders sein. Okay, keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Spannend, würde ich mal sagen. Sehr, sehr spannend. Wow. Wow! Hätte ich jetzt oben sein müssen? Ich habe das Gefühl, ich hätte oben sein müssen. Der Sprung funktioniert doch nicht. Jabu! Doch. Das war so klar. Das war so klar, dass das nicht funktioniert. Ach ja. Lustiges Spiel ist lustig. Hui. Ihr kleinen süßen Koopas. Damals waren groß sein Power Mario doch noch verschiedene Power-Ups, oder? Ja, könnte man sich so erklären, theoretisch. So sieht's gut aus.
das mit dem sofortigen Kleinwerden wurde in Remakes geändert. Super Mario Advance und Final Fantasy. Folgende. Ja, okay, alles klar. Danke. So, Welt 4. 4. 4, 4. Mhm. Wo ist hier mein Pilz? Da ist mein Pilz. Ich will meinen Pilz haben. Danke. Ui. Okay. Das ist so bescheuert. Oh Mann. Okay. Ist na da. Ist na. Okay. Läuft doch alles. So. Ja, buh. Was soll ich denn noch tun? Außer nach rechts drücken. Spiel. Jetzt ernsthaft. Was soll denn das? Okay, so. Der Stresslevel, der steigt bei diesem Spiel irgendwie auch recht schnell. Ist faszinierend, würde ich mal so sagen. So. Aha, so, hat viel besser funktioniert. Okay, das ist jetzt ein Witz. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, ich gehe jetzt drauf, weil ich ihn unbedingt töten wollte. Hä? Das ist jetzt nicht wieder so ein Scheiß, wo ich... Oder? Es kam jetzt noch kein Geräusch. Also der Weg ist doch egal, oder? Der Weg müsste total egal sein. Aha. Ja, ist doch gut. Wer hat die scheiß Mauer dahingestellt? Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Cool. Welt 5-1. Na gut, hat doch funktioniert. Also, worüber wollen wir uns beschweren? Was sagt es eigentlich aus, dass rote Koopas klüger als grüne Koopas sind, aber ihr König einen grünen Panzer trägt? Warum sind rote Koopas klüger? Nur weil sie nicht von irgendwelchen Kanten runterspringen? Bin mir nur nicht sicher, ob das tatsächlich das Kriterium ist, upsala, was sie jetzt eindeutig als klüger charakterisiert. Oh, oh, oh. Wow, wow. Wow. Hüsebu, 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 Hüsebu. Okay, cool. Ich hatte jetzt mehr mit dem Levelende gerechnet, aber auch in Ordnung. Immer weiter, immer schön, immer dem Kugelwilli hinterher, der so schön fliegt und siegt. Machen mir Sorgen. Oh nein, das war so klar. So ein Dreckssprung. So, wo bin ich? Weiß man nicht. War es mein letztes? Yep. Schon eine wilde, lange Achterbahnfahrt, dieser wunderbare Level. Ein Wechselbad der Gefühle. Man kann es nicht anders sagen. Diese komische Windmechanik, die wird auch noch
Die würde uns, glaube ich, auch noch länger beschäftigen, ne? Die kommt dann später auch noch das ein oder andere Mal. Und die hat Donkey Kong Country 2 auch einfach so geklaut für ein paar Level. Oder Donkey Kong Country? Ne, war schon Donkey Kong Country, ne? Oh Gott, okay. Immer noch nicht? Sag mal, wo ist denn hier mal... Wo bitte geht's zum Ausgang? Und hier muss doch irgendwo was drin sein. Okay, nee. Ja, keine Ahnung. So. Okay. Interessant. Sieht nicht wie ein offizielles Levelende aus. Sieht eigentlich aus wie... Aber ist egal. La bada 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 bada. Ich habe jetzt kurz mit Softlock gerechnet. Welt 5-2. Achso, weil du dachtest, die Efeu-Ranke wäre doch jetzt der ganz richtige Weg gewesen, oder? Aber das tun sie mir doch nicht an. Cool. Dich wollte ich ganz bestimmt nicht. Schöne kleine Höhlenwelt. Ja, ich könnte die Münzen farmen. La 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 la. Ist okay. Upsala. Okay. Gitti git. Okay, das ist jetzt mal richtig dumm. Muss ich gleich von der Röhre aus mit mehr Tempo dann einfach durchlaufen. Suchst du auch nach Warp-Zonen? Nee, ich versuche sie eigentlich zu vermeiden. Weil ich ja weiß, dass mindestens eine Warp-Zone mich wieder zurückführen würde. Außerdem wollen wir alles sehen, ne? Wäre ja langweilig, wenn ich dann irgendwie die Hälfte überspringe. Na gut, ob wir tatsächlich alles sehen wollen, das sei auch mal... Sei auch mal dahingestellt. Aber ich versuche mir einfach Mühe zu geben, alles zu zeigen. Hui! Okay, ich habe nicht damit gerechnet oder ich wusste nicht, was diese Plattform tun wird. Warum ich jetzt so hochgesprungen bin von dem Koopa, habe ich nicht verstanden. Normalerweise tue ich das ja nicht. Ich habe nichts zusätzlich gedrückt. Kann es sein, dass ich oben überhaupt hin soll? Scheiße, ey. Was ist eigentlich das längste Mario-Spiel und wie lange ist das? Ich schätze, es ist Odyssey. Ja, ist schwierig pauschal zu sagen, ne? Kommt drauf an. Kommt drauf an, was du alles machen willst. Ich meine, von der Anzahl der Dinge, die du sammeln kannst, ist es unter Umständen Odyssey. Ist das hier so eine dumme Welt? Ja, es ist eine dumme Welt. Interessant. Gut. Soll ich eigentlich dort oben hin? Scheiße. Ich glaube, ich muss da oben in die Röhre. Meine Abneigung gegen Koopas ist sehr stark ausgeprägt. Es tut mir leid.
Nö. Okay. Okay. Klingt es mehr nach Bonuswelt als alles andere? Aber vielleicht bin ich hier nicht so falsch. Hui! Kacke! Das längste ist sicher Mario Maker. Nintendo veröffentlicht doch immer wieder irgendwelche komischen Statistiken, wie viele Level mittlerweile in Mario Maker kreiert wurden und so weiter und so fort. Da würde man doch ewig und drei Tage sitzen, wenn man tatsächlich jedes Mario Maker Level spielen und beenden wollen würde, oder? Etwas, was man vermutlich in einem ganz normalen Menschenleben mittlerweile auch nicht mehr schafft. So, 3 Stunden warten, bis Blooper weg ist? Ja, 3 Stunden warten. Huschabu! Huschabu! Oh. Was für ein Glück war das denn? Okay, also ohne den Kugelwilli wäre ich da jetzt drauf gegangen. Das ist ja geil. Das war ja mal geil. Der Wahnsinn. Wow. Wow, Spiel, wow. Welt 5-4. Da ist bestimmt ein Pilz drin. Ja. Gut. Kann man auch so machen. Ja, das ist so klar. Die Gier treibt mich voran und vorwärts. Ach ja. Gut. Jetzt wird er übermütig. Jetzt wird er ein ganz klein bisschen übermütig. So, mir wurde damals gesagt bei meinem Original-Let's Play zu Mario Bros. Lost Levels, dass ich insgesamt, zumindest während der gezeigten Aufnahmen, 555 Mal gestorben bin. Scheiße. Ich würde mich freuen, wenn wir heute drunter bleiben. Aber garantieren kann ich es nicht. Ist es überhaupt eine gute Idee, sich den scheiß Pilz holen zu wollen? Vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich klein bleibe. Weil richtig gut springen ist mit dem Pilz ja jetzt auch nicht drin. Ja, dann kann ich zum Beispiel hier oben jetzt lang. Wow. Oder hier unten lang. Okay, ich hatte jetzt nicht an den Feuerblub gedacht. Ich hatte jetzt plötzlich nur noch die Lavaschranke im Kopf. Eine kleine Lavaschranke im Kopf, hoppsala. Da badabadab. Viele Leute haben eine Schranke im Kopf. Ich habe eine Lavaschranke im Kopf. Passiert dem Besten unter uns. Scheiße! Ich glaube, dass keiner daran gedacht hat, die Tode zu zählen. Also 555 insgesamt oder 555 ab jetzt? 555 insgesamt. Wenn ihr keinen Statistikbeauftragten habt, dann ist es nicht meine Schuld. Muss aber wirklich keiner zählen. Nöp, nöp, nöp. Okay. Langsam, Konzentration. Langsam, langsam.
So. Ja. So, läuft doch gut bis hierhin. So. Warten wir jetzt. Ich wollte eigentlich oben links halt auf die Plattform springen. Weicht dem Feuer aus. Okay. Ich versuche es zu beherzigen. Mhm. Ja. Gut. Kann man so machen, muss man nicht. Aber es ist definitiv möglich. So. So kann man es auch. Scheiße! Rechts stehen bleiben. Rechts. Einfach rechts. Das komische Lava-Ding kommt ja nicht dahin, ne? Also die Flammensäule, die das... Ich glaube, die war nicht lang genug dafür. Sie war schon sehr lang, aber nicht lang genug dafür. Cool. Halalalala. Wird Welt 5-4 jetzt das Heringsgrab werden? Eventuell. Ich verstehe aber gar nicht, warum. Weil so viel schwerer als der andere Kram davor war es jetzt auch nicht. Bislang. Ist auch einfach nur hüpfen und springen. Ein Wutschen und Wedeln. Ich hasse Lava-Blubs. Vor allem hasse ich Lava-Blubs, die absolut nicht ausrechenbar sind. Weil die sich mal so verhalten. Ja, jetzt hätte ich zum Beispiel springen können. Was soll mir das denn sagen, Spiel? Was soll mir das denn sagen, wenn ich mich auf nichts verlassen kann? So, rechts stehen bleiben. Cool. Gut. Gut. So, und jetzt? Weiß man nicht. Aha. Bowser, Bowser, tralala. Mutig. Mutig, mutig, mutig. Thank you, Mario. But our princess is in another castle. Es wird auch immer enger in dem ollen Sack, ne? Welt 6-1. So, wo ist denn hier ein wunderbarer Pilz? Njajabu! Danke. Na gut, wirklich danke, weiß man nicht. Wir haben ja mittlerweile festgestellt, dass es manchmal auch gut ist, ohne Pilz unterwegs zu sein. Okay. Hallo, Herr Hammerbruder. Tschüss, Herr Hammerbruder. Mhm. Gut. Ja, da wäre es schön gewesen, wenn man schneller gewesen wäre. Mhm. So, ist hier oben irgendwas? Aha. Aha, aha, aha. Ja. Wow! Wer hätte das nur für möglich gehalten? Ich nicht. Bleibt das jetzt so? Oh Gott. Okay, egal. Nein, oh Gott. Okay. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Oh Mann. Die Säcke gab es im Multipack günstiger. La badabadab. Auf Anhieb den richtigen Block gefunden. Instinkt. Bopidop. Welt 6-2. Hu, ha, Donkey Kong. Eyo. Kong Bongo ruft. Das ist der Bananenhammer. Hier kommt der Held des Dschungels. Eyo. Donkey Kong, leg los, leg los. Das ist der Bananenhammer. Das ist so bescheuert. Ach, Mann. Meine Herren, können Sie bitte gehen? Nein. Ja, nein. Ja. Danke. Nein! Oh Gott.
Luft, Luft. Eine Luftanzeige. Das fehlt mir irgendwie in diesem Spiel hier noch. Diese unrealistischen Spiele. Warum sollte ein Klempner unendlich lange seine Luft anhalten können? Nein. Banana. Ba, ba, ba. Hering, aktiviere das Roulette, vielleicht bekommst du einen Stern. Hm. Guten Abend, Meshon heißt Pegasus. Welt 6-3. Zu viele Chip-Chips. Zu viele Sachen. Zu viele, ich habe keinen Bock. Da wäre bestimmt was Cooles drin gewesen. In der ollen Box. Wir werden es nie erfahren. Okay. Erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich. Ja, so ähnlich. Okay. Gut, das war unfair. Düpp, düpp, düpp. Hi. Ich hasse mein Leben. Okay. Nö! Nee. Danke. Ersteres, Nightbird Death. Ersteres. Ist nicht cheap von billig. Die sind sehr, sehr sparsam aktuell mit den guten Power-Ups. Ja. Welt 6-4. Aber ein Spieler von Welt braucht ja auch keine Power-Ups. Das ist ja wohl klar. Ah, cool. Ich muss unten lang, oder was? Iiii! Ja, und dann kredenzen die mir hier einfach so... Ein Hammer-Schnupsi. Also. Okay, unten lang, ist richtig. Ja, und dann muss ich ja trotzdem mit dem fertig werden. Hä? Was soll denn das? Gib mir doch wenigstens irgendwas hier. Oh, was für eine Scheiße. Ach, Kacke. Hammerbrüder ist bescheuerter und blöder als Bowser in so einem Moment. Oder geht's nur mir so? Okay. Ach ja. Hoffentlich sind wir bald durch mit den Schlössern, wo man einen Weg suchen muss. Gut, war natürlich falsch. So. Was? War die schon die ganze Zeit da? Okay, die war die ganze Zeit da. Ist mir egal. Ach, Kacke, Mann. Lava Blubs, die keine Sau braucht. War auch falsch. Oben lang oder was? Ist doch ein einziges Ausprobieren und Rumraten. So. Gut. Bis hierhin gut. Unten nehme ich an. Ja. Gut. Gut. Mitte. Mitte it is. Ja, genau. Ist richtig. So ein Bullshit.
Spulen? Wo ich herkomme, da gibt's kein Spulen. Es wird nicht Mitte sein, aber es, was soll ich machen? Jo. Gut. Nicht Mitte. Auf gar keinen Fall Mitte. Egal woran du denkst, es wird nicht die Mitte sein. Unten lang vielleicht? Ja, gut. So, und diese Plattform, die ich meine, die sieht man nicht. Kleine süße Plattform, die sieht man nicht. Oh, du Bowser, bist so süß. Tschüss. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Wir gehen jetzt erstmal Kanu fahren. Tschüss. Gut. Tschüss, ihr Toads. Tschüss. Welt 7-1. Bam. Hubudubudub. Wer denkt sich nur sowas aus? Gut. Und jetzt stellt euch das ganze Spiel ohne Speicherfunktion vor. Boah, die japanischen Kinder damals, die müssen doch auch richtig viel Spaß gehabt haben, oder? Guck mal, Kinder, ich habe euch ein neues Spiel mitgebracht. Ah, was ist es denn? Super Mario Bros. 2. Das ist der Nachfolger zu diesem total tollen Spiel, was ihr total gerne gehabt habt und so. Ah, das ist ja toll. Probieren wir direkt mal aus. Tot, tot, tot. Nee, Papa. Nee, ist leider nicht so gut wie der Vorgänger. Schnu. Aber egal. Wir müssen damit zurechtkommen, denn wir sind ja japanische Kinder. Hoppsala. Hi. Ah. Och nö. Okay, cool. Lop, dop, 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 dop. Strange. Jetzt weißt du, warum die Kaizo Mario ohne Safeset spielen. Das machen nur Leute, die zu viel Langeweile haben. Knack. Pups. Aber okay, ich will mich da gar nicht, ich will mich da gar nicht gänzlich von ausgrenzen. Denn wenn ich nicht zu viel Langeweile hätte, dann würde ich auch das nicht spielen. Naja. Welt 7-2, lalala, lalala, hier ist ein Lucky to irgend... Oh, hoppsala. Ich habe gehofft, es geht da weiter. So. Nochmal, diesmal bitte in langsam. Hoch da? Ja, hoch da. Die waren auch echt stolz irgendwie, ne? Auf ihre Sache mit... Ist hier irgendwo ein Block oder so vielleicht? Nee. Auf ihre Sache mit dem Finden von dem richtigen Weg und so. Ein großer Spaß für Groß und Klein. Wow. Ein sehr großer Spaß. Oh, das ist aber ein lustiger Raum. So, hä? Ich dachte, wir müssten Block irgendwie auf der rechten Seite sein, aber... Dann halt nicht. So. Oh! Hallo, Lakitu. Bitte, Herr Lakitu, bitte verziehen Sie sich. Es wäre furchtbar nett gewesen, Lakitu. Es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar nett. Hihi, Kitty, 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 Kitty. Hihi, Kitty. Ach, Mann. Mehr Lakitus.
so ähnlich, ne? Ja, so ähnlich. Bup, 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 bup. Kniebeugen. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. 1 und 2 und 1 und 2 und... Ups. Okay, toll. Ba-ba-da-ba-da-b. Kein Bock auf Münzen. Ich meine, Leben sammeln lohnt ja sowieso nicht, wie wir mittlerweile festgestellt haben. Dafür davon ausgehen dürfen, dass ich sowieso alle Nase lang sterben werde. Ja, ist klar! Ist klar! Punkt genau! Auf den einen Block! Ist richtig, ja, ja. Hätte ich an seiner Stelle genauso gemacht. Diese Gegner. Der Snipe. Perfide. Aber Respekt. Muss man wirklich mal... Muss man ihm zugute halten. Kann man nicht anders sagen. Schon wieder, ey. Warum ist jetzt hier der links die Feuerdings da und vorher war die nicht da und... Ach, ist egal. Wow. Wow. Hallo Mika-chan und danke für das Abo. Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Okay. Ganz ruhig. Ganz in Ruhe und entspannt. Ösner, hör bitte. Nein, jetzt ist da ein. Jetzt ist da nichts. Jetzt hätten wir da wieder warten müssen. Mann! Spiel! Lass mich doch mal in meinem verdammten Tempo spielen. Stachy kann nichts dafür, Lakito hat ihn geworfen. Ich finde, Stachy hat schon eine Teilschuld. Den kann man da nicht vollkommen aus diesem Mordkomplott herausnehmen. Nicht so vollkommen. Upsala. Komm her, komm. Ja, nicht so kommen. Bitte so kommen. Und jetzt fehlt rechts die Säule. Was ist das für ein komisches... verhunztes Spiel, wo alle naselang irgendwelche Dinge verändert werden. Wow. Ih! Okay. Babidab. Bitte geh. Bitte geh, du Schildkröte. Geh und komm nicht wieder. Nee. Nee. Ich will doch nur, dass du stirbst. Ich will doch nur, dass du stirbst. So, warten. Ah, der Hass. Der Hass ist groß. Miyamoto hat die Level damals alle noch auf Millimeterpapier konstruiert. Da verliert man irgendwann den Überblick. Ja, ich habe vergessen übrigens, dass er oben noch hin muss. Schön für ihn. Aber hat er das wirklich noch für Lost Levels gemacht oder war das nicht eher dann ein anderes Team? Wo er dann einfach nur ab und zu mal in der Mittagspause noch dabei war und gesagt hat, ja, ist okay, könnt ihr so weitermachen. Zu dem Zeitpunkt hat er doch schon andere Sachen gemacht, oder? Weil das Grundgerüst von Mario bestand er ja schon. Es ging ja wirklich nur darum, irgendwie Level zu erstellen. Ich will mir nicht vorstellen, dass Miyamoto das hier per Hand gemacht hat. Nein, nicht mein Miyamoto. Not my Miyamoto-san. Ups. Düpp. Düpp, düpp, düpp. So. Nochmal. Ja, es war so klar, aber okay, gut. Wow. Was soll's? Whatever. Whatever, Spiel. Ich hab dich besiegt. So. Kannst nichts mehr dagegen tun. Du kannst nichts dagegen tun. Welt 7-3.
Bösner Bruder. Wow, das war knapp. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich einfach weitergehen können. Wäre auch zu schön, wenn man die Lakito-Wolken nutzen könnte. Das würde vieles vor allem sehr einfach machen, glaube ich. Ich versuche es einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Interessant. Weiter, 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 weiter. Wow. Scheiße. Ich kam da nicht mehr weg. Die olle Pflanze war im Weg. Freut mich, dass der Kuchen schmeckt, Kirby Freak. Freut mich sehr. Ich war anderthalb Stunden, bevor das Stream losging. Cool. Ich habe jetzt mehr auf die Schildkröte geachtet als auf Mario. Anderthalb Stunden, bevor das Stream losging, war ich nochmal einkaufen. Weil ich noch Kuchen brauchte für Montag dann auf Arbeit. Das ist wieder diese Sitte irgendwie, dass jeder, der Geburtstag hat, gefälligst Kuchen mitzubringen hat. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Okay. Es ist eine sehr lustige Welt. Es ist wirklich eine sehr lustige Welt. Kann man nicht anders sagen. Der Nervenkitzel ist groß. Hast du heute Geburtstag? Morgen. Nein, 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 nein. Guten Abend, Spinattasche. Er hat parallel zur Entwicklung von Lost Levels die Wii U erfunden, als er unzufrieden mit diesem GBA-Kabel für den Gamecube war und für Star Fox den Denkmalschutz rausgehandelt, dass jedes Spiel im Grunde nur noch Land Wars nochmal war. Ein vielbeschäftigter, okay. Das steht auch so, das hast du jetzt nur von Wikipedia kopiert, oder? Mit Sicherheit. Weil ich wüsste das jetzt nicht alles aus dem Stegreif. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Angst. Schwierig. Schwierig, schwierig, aber geschafft. Gekonnt ist eben gekonnt. Welt 7-4. Guckt euch diesen Bowser an, was der Bowser machen kann. Hui. Nein! Ich hätte eine andere Plattform gebraucht. Was war das denn? Wir stapeln einfach mal besonders tief. What? So. Noch einmal. Aha. Jetzt wäre es wenigstens mal Stufenform gewesen. Nicht alles auf einer Ebene. Heieieiei. Diding. Alle hopp, hopp, hopp. Hopp. Hüpti-hopp. Gut. Hier unten bin ich sicher. Hier unten bin ich erstaunlicherweise sicher. Koopa. Ups. Koopa? Koopa. Unten oder oben? Oben. Lass mich raten, ich muss unten lang. Nein. Alles egal. Alles egal. Sterbe ich, wenn ich dort unten... Nee, wenn ich hier unten in der Ecke bin, sterbe ich nicht, ne? Nein. Oh Gott. Knapp. Okay.
Ach nö. Ach nö. Ja. Also langsam aber sicher wird es auch irgendwie zu bescheuert. Oh Mann. Wie viel Bullshit kann man da eigentlich noch einbauen? Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Warum waren die jetzt so klein? Lilliputaner-Toads? Welt 8-1. Mhm. Augen zu und durch. Ja. Wo ist der Pilz? Da ist der Pilz. Hii! Hii! Okay, und tschüss. Ach ja, ist klar. Hüppede, hüppede, schnieschna, schnups. Hii, ja. Toll. Muss ich auf die Schildkröten drauf? Ja oder nein? Wahrscheinlich ja. Knick. Das ist zu bescheuert. Das ist einfach zu bescheuert. Nicht sterben! Nein, nicht springen, meine ich! Hi-ha-hu-ha-gaba! Das ist mehr Glück als Verstand. Man kann es nicht anders sagen. Okay. Ja, ist richtig! Woher hätte ich das denn jetzt wissen sollen? So, da war der Pilz. Der Pilz der guten Laune und der guten Hoffnung. Wir haben für die Windturbine schon bezahlt, jetzt nutzen wir sie auch. Sehr vernünftig. Dass das funktioniert hat. Ich verstehe nicht, warum es funktioniert hat. Aber ich bedanke mich dafür, dass es funktioniert hat. Hauptsache. Es war so klar. So, und jetzt? Cooper? Da ist Cooper. Da ist der Cooper der Freude und der Glückseligkeit. Cooper der Freude und Glückseligkeit wird anvisiert. Nicht ganz. Ikambokam? Ja, so ähnlich, genau. In meiner Freizeit bin ich Schamane und verwandle Bären und Vögel in Kürbisse und Waschmaschinen. Banjo-Kazooie könnten wir auch mal wieder spielen, oder? Ich meine, woher kommt immer der Anspruch, dass man was Neues spielen muss? Man kann doch einfach mal die ganzen alten Kamellen nochmal spielen. Wäre doch nicht schlimm. So. Herr Cooper, bitte zeigen Sie sich. Kann es sein, dass ich einfach nur auf dich draufhüpfen muss, wenn du unten bist, ja. Gut. Schabu. Was ist das denn, ey? Oh Mann, dieses Spiel. Was will es denn dann? Das ist so eines dieser Spiele, das einen auch wieder komplett bricht. Es hätte so ein schöner Abend werden können, ne? Und ihr wolltet Lost Levels. Es ist alles eure Schuld.
Ja, so ähnlich, ne? Ach, das ist, come on. Come on! Du bist hier gleich durch. Wie kommst du zu der Annahme, dass ich gleich durch bin? Wie kommst du zu der Annahme, dass ich gleich durch bin? Ich sehe das nicht so richtig. Ich sehe das nicht so richtig. Jabada. Habadabada. Weil Welt 8.1 und so. Ha! Ja, die Antwort habe ich erwartet. Was kommt denn nach Welt 8.4, ihr kleinen Schnupsis, die ihr dieses Spiel in- und auswendig kennt? Was kommt nach Welt 8.4? Na? Na? Jetzt bin ich gespannt. Welt 8.5. Fast. Ups. Lost Levels hat auch noch 4 Zusatzwelten. Das geht doch noch weiter. Wisst ihr das nicht? Ihr habt alle mein Let's Play nicht gesehen. Ihr habt alle keine Ahnung, oder? Lost Levels geht dann noch weiter. Damit der Spieler auch richtig viel Spaß hat. Da wirft er den Hammer natürlich genau so hoch. Müssen wir alle Welten nochmal gespiegelt mit Luigi spielen? Nee. Dann geht's weiter mit Welt A1, Welt A2, Welt A3 und so weiter und so fort. Ist kein Scherz. Es gibt dann wirklich noch Welten A bis D. Also, nix mit gleich durch. Jägerbada! So. Diese miesen Hammerbrüder. Wem sagst du das? Ich dachte, das sind Bonuswelten nach dem Abspann. Das sind keine Bonuswelten. Das gehört alles dazu. Scheiße. Scheiße. Überlebt. Gewonnen, wollte ich sagen. Was auch immer ich gewonnen habe. Ich habe irgendwas gewonnen. Bup, 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 bup. So, jetzt werden wir wieder sterben, weil ich am Hammerbruder nicht vorbeikomme. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ab einem gewissen Punkt muss ich einfach drüber springen. Ja, ist in Ordnung. Aber das Timing dafür ist schwierig. Es sind zu viele Hämmer. Wenn ich da stehe, ich sehe von meinem geistigen Auge nur Hämmer, Hämmer, Hämmer. Ich kann einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber wenn die dazugehören würden, würden die ja nicht A bis D heißen. Ja, es ging nicht anders. Es war einfach nicht möglich. Upsa. Upsa. Warum mobbst du gerade japanische Entwickler? Ich verstehe es nicht. Ups. Wenn irgendeiner einen Grund dazu hat, dann ich. Sonst keiner. So. Okay. Wir haben den Pilz. Wir haben den Pilz der Freude und der Zuversicht. Das ist die halbe Miete. So. Pilz der Freude und der Zuversicht. Hilf mir! Flieg und sieg und mach irgendwas anderes. Ja. 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 Kann der Level mal vorbei sein? Ist nur so eine.
Ist nur so eine Frage. Scheiße. Danke. Puh. So. Welt 8.1 war super einfach. Kein Problem. Alles kein Ding. Welt 8.2. So, wird jetzt ähnlich einfach. Kein Ding. Da wäre irgendwas drin gewesen, bestimmt. Upsa. Okay, das war unnötig. Ja, also was haben wir denn hier? Hier haben wir... Da. Schnu, Schnie. Giftpilz. Ja, natürlich. Gut, dann leck mich doch. Huh. Ne. Weil das ein rotes Trampolin war, hat mich das jetzt nicht ganz nach oben katapultiert. Vielleicht. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Irgendwann kriegen wir nochmal raus, was da drin ist. Aber nicht mehr in diesem Leben. Ups. Ich kann durchziehen. Ich muss nicht da oben landen. Ich kann durchziehen. Aha! So sieht's nämlich aus. Hi. Ich stelle mir gerade wieder Klein Hering mit dem Spiel vor. Klein Hering hat sich das nicht angetan. Klein Hering hat damals in diversen Club Nintendo Magazinen gelesen, dass das Spiel arschschwer sein soll. Und Klein Hering hat sich das nicht zugetraut, weshalb er es kaum bis wenig und gar nicht gespielt hat. Ja. Er hätte springen sollen. Er hätte springen müssen. In meiner Welt. Boah. Du. Ja. So, Herr Hammerbruder. Bitte gehen Sie weiter. Bitte sterben Sie. Das wäre sehr lieb gewesen. Ja. Nein! Ich habe gedrückt, aber ich war trotzdem zu verwundert, dass da auf einmal so ein dummer Käfer steht. Ach Mann, wie dumm ist das denn? Ich hatte als Kind Lost Levels vom Kumpel ausgeliehen. Ups. Vom Freund, Kumpel, whatever. Klein Spinat hätte das damals auch nicht gemacht. Und die große Spinat auch nicht. Spinat ist sowohl klein als auch groß ein sehr kluger Mensch. Das muss man ihr wirklich hoch anrechnen. Warum mache ich das? Warum ist das hier? Was ist das denn? Warum ist hier ein Giftpilz? Kein Mensch braucht da einen Giftpilz. Wirst du eigentlich auch das Remake von Diamant Perl spielen, falls es mal erscheint? Ich habe nicht mal das Original von Diamant und Perl gespielt. Keine Ahnung. Lupdidu. Okay. Wieder ein bisschen Konzentration walten lassen. Also ich hätte halt absolut keine nostalgischen Gefühle dabei. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so ein Remake ist, was ich unbedingt bräuchte. Aber hey, keine Ahnung. Soll ich hier wirklich rein? Ich muss ja anscheinend. Gut. Bonus. Bonus, in dem man sterben kann. Sehr gut. Ja. Ist ein sehr schöner Bonus. Danke. Kommt jetzt ein Hammerbruder? Nein. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht?
Ich habe gerade eine sehr dumme Vermutung. Aber... meint ihr, da drin ist was? Meint ihr, ich muss da hoch? Das ist sehr strange. Also entweder das oder des Rätsels Lösung ist etwas ganz anderes. Also hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Jetzt muss ich hier tatsächlich die Röhren durchprobieren. Aha, interessant, dass da ein Stern drin ist, aber der nutzt mir hier gar nichts. Moment. Wie kriege ich das jetzt am besten hin? Kacke. Gar nicht. Vor allem nicht, wenn ich groß bin. Na doch, wenn ich groß bin von der anderen Seite, aber na. Das ist ja richtig ekelhaft. Klein Fahrer wäre schon mit Mario Bros. U überfordert gewesen. Ja. Aber man wächst ja auch in solche Sachen rein, ne? Toll. Gut. Nachdem wir jetzt festgestellt haben... ups. Dass das nicht funktioniert. Wow. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, da oben rechts hinzukommen? Eher nicht. Sonst wird der Bildschirm doch auch weiter scrollen. Ist Schwachfug. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wahrscheinlich ist es wirklich die Ranke. Hier kann ich nicht wieder rein. Das ist ja cool. So, Moment. Den Hammerbruder hätte es jetzt nicht gebraucht. Dankeschön. Wie kann man auf elegante Art und Weise diesen Block betätigen, ohne zu sterben? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht groß sein. Warum aktiviere ich dann das? Keine Ahnung. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Geht hier schon der Stampfer nach unten? Nee. Da sind wir noch viele, viele Marios von entfernt. Bis ein Stampfer nach unten mal kommt. Das ist echt das normale Levelende. Faszinierend, oder? Faszinierend. Welt 8.3 ist eine Wolkenwelt. Warum kredenzt ihr mir jetzt auf einmal hier eine Wolkenwelt? Seid ihr denn von allen guten Wolken verlassen? Ups. Hallo Lakito, ich mag dich nicht. Hallo Lakito, ich sterbe. Nein. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Nein. Lakito, bitte geh weg. Lakito, bitte geh weg. Danke. Nein. Das ist ja Buh. Es wird immer blöder und dümmer. Es ist dümmer und blöder. Und Mann. Warum? Warum denn das? Als ob das sein müsste. Wow. Wow. Keine Ahnung, was ich tue. Nehmt dem Mann doch den Controller weg. Ganz ehrlich. Er weiß doch nicht mehr, was er tut. Er ist doch einfach überfordert. Hört es denn niemals auf?
Ich verstehe es nicht. So, auf Schildkröte springen. Schön. Kann ich nicht eigentlich jetzt auch einfach so machen? Kann ich. Guck mal. Wie einfach und galant, nicht wahr? Guten Abend, Kokojo. Ups. Nein. Nein. Wisst ihr, was ich... Jetzt ist das schon wieder so ein dummer Block mit dem... Giftpilz. Mann. Ich wollte jetzt eigentlich den Cooper mitnehmen. Also sprich, den Panzer halt so schleudern, dass ich... Ne? Dass ich ne. Ja. Dass ich den Hammerbruder dann halt direkt abmurkse. Das war der Plan. Ich wollte Mord begehen. Ich wollte einen feigen, heimtückischen Mord begehen. Aber es war mir nicht vergönnt. Mord mit Panzer. Puh. Ich kriege meinen Mord nicht zustande. Verbringt Mario die Ewigkeit im Himmel? Ob das jetzt tatsächlich so ein Geschenk ist, wage ich mal einfach zu bezweifeln. Aber naja. Ich will doch einfach nur. Ich hätte so gerne Lebensversicherung gegen den Hammer, Bruder, ne? Es ist unfassbar. Es ist einfach dämlich. Kam der jetzt irgendwie auch schneller? Bewegt er sich die ganze Zeit schon mit und kommt mir da so entgegen? Oder sah das jetzt nur so aus? Ich bin mir irgendwie unsicher. Wow. 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 Da sterbe ich an so einer Kacke. Warum sind da schon mal zwei Giftpilze auf dieser Ebene verteilt? Wo steht eigentlich der Counter? In Timbuktu. So. Oh, cool. Es ist doch einfach nur Kacke, oder? Es ist doch einfach nur Kacke. Gut, also durchrennen quasi nicht möglich, vom Spiel negiert. Nein, 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 du darfst es nicht einfach haben. Da wäre diese Grinsewolken im Hintergrund. Das machen die mit Absicht. Das machen die einfach mit Absicht. Ich kann es nicht verstehen. Okay, gut. Ja, das war jetzt. Ich habe mich jetzt nicht getraut zu springen, beziehungsweise ich hatte eigentlich auch die vage Hoffnung, dass der Panzer zurückkommt. Aber, ja, nee. Dauert dann noch ein bisschen, ne? Wie muss ich springen, damit ich diesen dummen Block nicht erwische? Da muss es doch eine sehr gute und einfache Möglichkeit geben, um dieses Problem irgendwie zu lösen. Ja, genau so, zum Beispiel. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht spielen. Mehr wollte ich nicht. So, jetzt kommt wieder ein Hammerbruder. Nein, kommt er nicht.
Jetzt kommt ein Hammer, Bruder. Ja, das war so klar. Gut. Man tastet sich ja heran, ne? Je mehr man spielt, desto mehr weiß man auch Bescheid und je besser kann man natürlich auch man kann auf Dinge reagieren. Ja. Genau so sieht's doch aus. Hat Mario eigentlich einen sehr flachen Kopf oder liegt das jetzt mehr an seiner Mütze? Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. Hä, Tippo? Was? Da war nichts. Versteckte Blöcke. Tapatapo. Das ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Eines der schönsten Spiele. Spiel Lost Levels, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Dieser Block, der macht mir eventuell das Leben schwer. So, okay. Und jetzt? Ja. Ja. Sind das jetzt eigentlich die beiden Blöcke, die ich brauche und haben will? Vielleicht. Nein, ich hätte es jetzt. Oh komm, ich hab Buh. Jetzt hätte ich noch wirklich und Mann. Es wird Spaß machen. Es wurde ja nicht gesagt, wem es Spaß macht. Ja, stimmt. Das ist eine scharfsinnige Beobachtung, an die ich jetzt so in der Form nicht gedacht habe. Aber es ergibt furchtbar viel Sinn. Guck mal, hier kann man sogar schnell machen. Guck mal, hier kann man sogar schnell machen. So. Ne. Herr bin. Ne. Ja. Komm schon. Komm schon, Mario. Streng dich ein bisschen an. Luigi schafft das auf dem Stand. Toll. Schafft er vielleicht wirklich sowas aus dem Stand. Hier in Lost Levels ist es ja so, dass sich Mario und Luigi steuerungstechnisch tatsächlich unterscheiden. Was mache ich? Was mache ich hier? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich sogar das allererste Mal in der Mario-Serie. Muss ja irgendwie das erste Mal sein. Wenn wir ehrlich sein wollen, denn so viel mehr Vorgänger gab es ja eigentlich nicht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, mit welchem Charakter ich eigentlich das. Toll. Ich eigentlich das Let's Play bestritten habe. Hatte ich das. Hatte ich gewechselt? Ich glaube, ich hatte zwischendrin gewechselt, ne? Kann es sein, dass ich einen Schluss mit Luigi gemacht habe? So hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber es könnte fast sein. Es könnte fast sein. Alter Mann.
Einfach ducken, nach hinten drücken und springen, dann macht er diesen Salto. Hm. Ich bin sehr froh, dass ich mit diesem Publikum gesegnet bin. Jeder Streamer kriegt die Zuschauer, die er verdient. Ja. Das ist mit Sicherheit so. Hui. Ehre, wem Ehre gebührt. Genau das. Genau das. Wenn du in der Luft die Wiimote schüttelst, macht er einen Wirbler. Okay. Gut. Habt ihr noch ein paar Mario-Weisheiten, die ich unbedingt beherzigen sollte? Das habe ich in der Endzone gelesen. Way. Tschüss. Am besten noch in der Luft von Yoshi abspringen. Das gibt nochmal einen extra Sprung. Deswegen sind wir auch so lieb zu dir. Aha. So, Welt 8-4. Da ist er so weit gekommen und dann erstmal frohen Mutes in die Lavagrube gehopst. Ach ja, okay, gut. So. War das nicht diese tolle Welt? Ich glaube, das war diese ganz tolle Welt, ne? Wo ich auch irgendwie ewig und drei Tage Alter. Nutzt doch einfach einen P-Pilz. Das war doch... Da war irgendwas mit einem bestimmten Weg oder so, den man gehen musste. Was ich ewig und drei Tage nicht gecheckt habe. Wow. Ich muss, glaube ich, in die Röhre hier unten rein. Das war schon mal der erste Kniff. So, dann war hier eine Unterwasserwelt. Mit scheiß Bloopern. Cool. Blooper, geh weg. Blooper, bitte geh einfach weg. Einfach weggehen. Wegschwimmen von mir aus. Mach halt das, was du am besten kannst. Und wenn du mit dem Eichhörchenanzug in der Luft ZR drückst. Ich mag meine Mods, habe ich schon mal gesagt. Im LP hast du, ja, viel Zeit. Viel Zeit im Schloss. Oh, cool. Guck mal, da ist ein Pilz. Wo sind eigentlich die anderen 34 Mitspieler? Das ist eine gute Frage. Die hatten alle schon nach dem ersten Level keinen Bock mehr. Ich kann sie nicht verdenken und verübeln. So. Ich muss doch hier drüber laufen, oder? Ich glaube, das war das Ding, was ich damals nicht begriffen habe. Was ich, glaube ich, sogar nachgucken musste. Ich glaube, ich muss da drüber laufen, über dieses kleine Loch. Dinge, die man niemals vergisst. Ja, da musst du unten lang. Da muss ich unten lang. Düp, 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 blub, 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 blub. Ach, dieses lustige Schloss. Ach, von diesem lustigen Bowser. Wow. Schön mit der Piranha-Pflanze knutschen. Schmatz, schmatz. Hallo, Herr Blooper. Oh, dein Ernst. Och, Mann, warum?
Warum war da jetzt schon wieder so ein dummer Giftpilz? Kann mir das irgendeiner erklären? In meinem gesamten Mario Bros. Lost Levels Let's Play bin ich der Meinung, habe ich nie im Leben so viele Giftpilze gefunden wie am heutigen Tag. Das ist doch nicht normal. Haben die Checkpoints eigentlich frei? In Schlössern gibt es, glaube ich, sowieso keine Checkpoints. Und in Abwelt 8? Ja, auch im Original nicht mehr. Da hat man gefährlichst alles gleich auf Anhieb zu schaffen. Ich meine, was ist denn das? Also, Checkpoints. Was ein echter Spieler heutzutage ist, der kann das doch, der kann doch auch so. Also jetzt mal ernsthaft. Bup. La da 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 da. Ich meine, das ist immer ein großer Vorteil, ne? Dass wir heute nicht eigentlich nicht den Weg suchen müssen. Stell dir mal vor, wir würden hier komplett blind rangehen an die Sache. Oh, was wäre das für ein Spaß. Ein sehr großer Spaß. Also vielleicht würde es sogar tatsächlich Spaß machen, aber nur vielleicht. Oh Mann. Also. Alles in diesem Schloss schreit förmlich nach: Spiel es nicht! Spiel es nicht! Warum tust du es dir an? Es gibt keinen Grund dafür. Warum solltest du dies tun? Es gibt so schöne andere Spiele. Spiel doch Animal Crossing. Ein Spiel, das absolut darauf geeicht und gepolt ist, dich nur glücklich zu machen. In jedweder seiner Facetten. Spiel doch lieber so etwas. Warum solltest du das hier spielen? Es gibt keinen Grund dafür. Absolut keinen. Und trotzdem. Trotzdem sitze ich hier und habe den Controller in der Hand. Es gibt keinen Grund dafür. Keinen Grund. So ein bisschen wirkt es zwischenzeitlich wie ein Level von Super Mario Maker, wo einer einfach keine Idee mehr hatte, wie man es schwerer machen kann und einfach nur noch viele Gegner reinsetzt. Ja. Irgendwo müssen diese tollen Ideen ja herkommen. Einer muss es ja machen. Ach so. Ja, das ist wohl irgendwo richtig. Das ist dann wohl irgendwo richtig. Schnups. Schnups. Schnups, Schnups. Oh Gott. Ich spiele tatsächlich gerade Animal Crossing. Way. Und höre mir das Konzert von KK an, um meine Musikbibliothek zu vervollständigen. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal KK live in Animal Crossing New Horizons gesehen und gehört. Der kommt ja auch erst ab einem gewissen Zeitpunkt auf die Insel, ne? Das war ja das Hauptziel, glaube ich. Auf was man am Anfang hinarbeitet. Die Insel so bekannt machen, dass sogar ein Superstar wie KK irgendwie Bock hat, vorbeizuschauen. So. Wow. Und jetzt? 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 Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Nicht. Na gut. So. Was? Scheiße. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das richtig war. Ich muss an dem Bowser wahrscheinlich vorbei, oder? Ist es der richtige Weg? Oder hätte ich vorher schon irgendeine Röhre gemusst? Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Bup. Kacke. Ich wollte ja auch Doki Doki Panic. Ach so.
Na gut, stimmt. Ihr seid nicht alle schuld. Ihr seid nicht alle schuld. Manche von euch sind entschuldigt. Manche von euch sind einfach auch schuldiger als andere. Ich glaube, so können wir es formulieren. Ja, das ist gut. Manche von euch sind schuldiger als andere. Der einzige Superstar aus ganz Animal Crossing, neben meinem komischen Nachbarn, der denkt, er wäre wer. Ja, solche Charaktere oder solche Nachbarn hast du ja immer. Die sich für Wunder wie toll halten. Kann man bei New Horizons bestimmen, welche Charaktere man als Nachbarn bekommt? Nee. Aber man kann... Verdammt. Man kann aktiv... Man kann ja irgendwie versuchen, dann Leute rauszumobben oder so. Oder andere Leute dann irgendwie versuchen, irgendwie zu organisieren. Das funktioniert ja irgendwie schon. Bis man dann aber wirklich seine Hood zusammen hat, kann, glaube ich, eine ganze Weile vergehen. Darf ich noch nachträglich abstimmen? Ich wäre für Pizza. Ich wäre auch für Pizza. Leute, mein Mini-Backofen ist irgendwie kaputt. Der heizt nicht mehr so, wie er soll. Wenn ich eine Pizza oder ein Pizza-Baguette oder so raushole, dann ist die Mitte irgendwie teilweise schon wieder kalt. Das ist nicht schön. Ich brauche einen neuen Mini-Backofen. Ah. Nicht Ofi. Tragisch. Ja, das ist richtig tragisch. Da freust du dich an deinem Feierabend irgendwie über eine richtig tolle Pizza und dann holst du das Ding aus dem Ofen raus und dann ist es arschkalt. Klug wie ich bin, habe ich natürlich am nächsten Tag direkt nochmal was anderes probiert. Nämlich Backofenpommes. Und ich sag mal so, also Backofenpommes, die teilweise noch kalt sind, schmecken schwierig. Also das ist... Es fühlte sich... lecker Pommes-Eis, ja. Es fühlte sich irgendwie ein bisschen so an, als ob man tatsächlich die einfach so aus der Tiefkühltruhe rausnimmt und dass man dann einfach so anfängt, die zu lutschen. So fühlte es sich irgendwie an. Das war irgendwie nicht unbedingt das adäquateste und beste Pommes-Vergnügen, was man haben kann. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber naja. Vielleicht hätte sich ein Ofen zum Kühlschrank befördert. Vielleicht. Wird Zeit für eine Amazon-Wishlist. Wird einfach Zeit für einen neuen Ofen. Aber gut. Der hatte jetzt schon viele Jahre auf dem Buckel, deswegen ist es, glaube ich, okay. So. Ich hätte es jetzt wieder machen können. Wie eben, gerade. Aber so ist viel spannender. Besser als bei Mc's schmeckt es bestimmt trotzdem. Ich mag die Pommes von Mc's. Es tut mir leid. Ich war jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr oder so nicht mehr bei McDonald's. Aber... weiß ich nicht. Theoretisch kann man mir damit immer noch eine Freude machen. Auch wenn es sehr widerlich klingt, aber ja. Düpp, düpp. Danke. Danke. Hey Peach, ich komme jetzt rein. Ich hole mir einen Pilz. So, und jetzt. Ja, jetzt freu dich gefälligst. Danke. Freu dich mehr. Knutsch mich. Knutsch mich, wie du mich noch nie zuvor geknutscht hast. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Now try a more difficult quest. Die weiß auch so richtig, wie man mich begeistern kann, oder? Push Start. Dödöp. Welt 9-1. Achso, die gab's ja auch noch. Ich glaube aber, Welt 9 konnte man nur betreten oder gab's wirklich nur, wenn man keine einzige Warp Zone gesehen hat im bisherigen Spielverlauf. Also wirklich gesehen. Weil man könnte ja theoretisch auch so machen, dass man irgendwie einen Warpzone sieht und dann versucht man irgendwie zu sterben durch Time, bla oder was auch immer. Aber nee. So. Und dadurch, dass ich keine einzige Warpzone gefunden habe, kommen wir jetzt in den Genuss dieser wunderbaren Welt. Ist es nicht wundervoll und herrlich und schön, dass ich euch hier wieder mal diesen wunderbaren Qualitätscontent präsentieren kann?
Ihr habt euch doch bestimmt schon die ganze Zeit gefragt. Den ganzen Abend habt ihr euch schon gefragt. Oh Mann, wie mag nur Welt 9 aussehen? Und jetzt zeige ich es einfach. Einfach so. Zack, hier, Bonus-Content. Bam, bam, bam. Der Hering haut's mal wieder raus. Du. Welt 9-2. Kann es sein, dass Welt 9 eine einzige Wasserwelt ist? Das ist ja lustig. Cool. Sind es einfach normale Level unter Wasser? Ich bin auch gerade irgendwie verblüfft. Ich weiß gar nicht, ob ich Welt 9 damals in meinem Let's Play gezeigt habe. Bin mir unschlüssig. Du. Schnups. Ja, hast du gezeigt. Okay, danke. Na gut, dann habe ich es halt gezeigt. Aber dass ich es jetzt nochmal zeige, ist viel besser. Ha. Denn jetzt zeige ich euch alles ohne Schnitt und doppelten Boden. Denn damals habe ich rumgeschnitten, weil ich unzufrieden mit mir war. Dödup. Okay. Ich weiß nicht. Irgendwas stört mich hier. Probieren wir es aus. Hallo Bowser. Tschüss Bowser. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen billig. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, aber wirklich nur fast. So, Welt 9-4. La 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 la. Ah, ich glaube, das hier ist irgendein japanischer Text, wo die irgendwie, weiß nicht. Ich hoffe, sie sagen thank you. Vielleicht beleidigen sie aber irgendwie meine Vorfahren. Ich bin mir unschlüssig. War das ein Testlevel? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Alles sehr seltsam und komisch. So. Welt A1. So. Way. Oh Mann. Welt A1. Was mag uns hier nur Großartiges und Glorreiches erwarten? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Toll. Ja, genau das wollte ich übrigens. Das war der ganze Plan von Anfang an. Von Anfang des Abends bis zum Ende, das war der Plan. Tja, gut. Aber der weiterführende Content hier ist jetzt im ersten Moment noch nicht so viel anders als die anderen Sachen. Ist aber vielleicht auch gut so. Keine Ahnung, ob ich unter der Piranha-Pflanze einfach durchgehen könnte, weil ich klein bin. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen will ich es auch gar nicht erst ausprobieren. Hallo? Was war das denn jetzt? War leider nicht schnell genug, aber es sah tatsächlich aus wie Arigato. Achso. Na dann. Immerhin. Immerhin, ihr lieben Entwickler. Mama. Da steht bestimmt du Cheater, weil sie dem Spieler nicht zutrauen, so weit zu kommen. Das kann unter Umständen natürlich auch sein. Das wäre auch nur konsequent. Bop. Das wäre jedenfalls so eine typische Mario Maker Botschaft. Dup. Ihhh, ach Mann, was mache ich denn für ein Bullshit? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Irgendwie würde ich furchtbar gerne da oben sein wollen. Gibt es eine Möglichkeit, da hochzukommen?
Ich habe nämlich keine Lust auf Hammerbrüder. Nein, nein, nein. Die sollen sich mal richtig schön verschnupsen, sollen die sich. So. Hi. So. Nein. Bringt mir sowieso nichts. Oh. Gehen wir halt gucken. Arigato, ist das nicht eine Capture Card? Hm, ich glaube auch. Von der habe ich schon mal gehört. Soll ganz gut sein. Lappadab. Das ist ein sehr seltsamer Bonusraum. Bin mir nicht sicher, ob ich mich gebonust fühle. Oh. Hallo, One-Up. Oh, das ist ja richtig cool, weil so auf die Art und Weise umgeht man die Hammerbrüder. Nett. Einfach nur nett. Cool. Ja, auch nett. Ist vor allem sehr nett, dass wenn man die Hammerbrüder einmal überholt hat, dass die dann keine Lust mehr haben, hinterherzukommen. So wie sie es in Mario Bros. 35 zum Beispiel tun. Okay. Wow. 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 Cool. Der Spaß ist noch nicht vorbei. Rem-di-dem-di-dem. Es geht weiter, weiter, weiter. Welt A 2, 2, 2. Haben wir Lust auf diesen Pilz? Wir hätten Lust gehabt, aber er kommt nicht. Er verspätet sich. Tschu-tschu. Kleiner Schnuckelpilz. Mhm. Im Vorschaubild waren Hammerbrüder zu sehen. Das heißt, ich bin doppelt und dreifach gewarnt. Die Warnstufe ist quasi am Anschlag. Aha. Ja, ja, so ähnlich. Gut, klar. Hätte ich jetzt normal an dem Hammerbruder vorbeigekonnt, gedurft, gemusst. Hier unten ist bestimmt irgendwo ein Pilz oder so. Mit Sicherheit. Und diesen Pilz hätte ich gebraucht. Ich bin so ein Schnups. La da 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 da. Aber bis hierhin lief es doch tatsächlich einigermaßen gut. Also man könnte annehmen, dass ich mal ein Mario-Spiel gespielt habe. Oder? Könnte schlimmer sein. Also ihr habt bestimmt schon Leuten zugeguckt, die... Ja, okay, reden wir nicht drüber. Es gibt so Dinge, da muss man vielleicht auch nicht mehr drüber reden. Lassen wir es einfach gut sein. Okay, in Ordnung. Ich finde, das ist ein fairer Deal. Wow. Wow, 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 wow. Cool. Ja, 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 ja. Super Mario Maker 2 hat abgehärtet. Vielleicht. Wow, Hering, du spielst so gut. Man könnte meinen, du hast noch nie etwas anderes in deinem Leben gemacht. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wow. Okay. Einfach mal mittendrin den Turbo Boost kappen. Nicht lustig, Freunde. Nicht lustig. Okay. Diese Welt war seltsam. Ich weiß nicht, was sie mir damit jetzt sagen wollten.
First try. Woo. Awesome. Welt A4. Shampoo. Okay. Ja, gut. Funktioniert gut bis hierhin. Wow. Nein! Zu früh gefreut. Da. Ich war für einen kurzen Moment neugierig, was da drin ist. Vermutlich ist es der Pilz. Aber mit dem Pilz kann ich sowieso nicht so gut springen. Deswegen lassen wir das. So. Alle Flammen springen hoch. Hoppsala. Geht ja gar nicht. Geht ja wohl. Toll. So ähnlich. Bap-di-dap-di-dap. Dap-di-dap-di-dap. Dap-di-dap-di-dap. Wenn man sich aber an die Kontrolle und so weiter gewöhnt jetzt mal, also es funktioniert schon ganz gut. Übrigens alles mit dem Pro-Controller. Ihr wisst schon, der Controller, wo alle Leute immer meckern, dass das digitale Steuerkreuz nicht so gut ist. Aber ich mache das hier gerade alles mit dem digitalen Steuerkreuz. Gibt also keine Ausreden für irgendwen da draußen. Wollte ich nur mal sagen. Hallo Bowser. Tschüss Bowser. Wer meckert denn bei dem über das Steuerkreuz? Beim Pro-Controller meckert doch jeder über das digitale Steuerkreuz, oder? Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Welt B1. B. Ein fettes B. Hoppsala. Ich wurde gekaisot. Haben die alle noch nicht mit Joy-Cons gespielt? Du betrachtest das jetzt zu sehr aus einer Nintendo-Perspektive. Ups. Geht, glaube ich, mehr so um das globale Gedönsgerede, wie auch immer. Whatever. Wobei, jetzt mal realistisch betrachtet. Also, welcher aktuelle Controller hat denn ein gutes digitales Steuerkreuz? Na gut, der PlayStation-Controller. Ne? Oder nicht? Hat der PlayStation-Controller ein gutes digitales Steuerkreuz? Von der Sache her... Toll. Vermutlich ja. Ich glaube, um diese Frage wirklich aber allumfassend beantworten zu können, müsste ich alle drei Controller oder alle Controller generell nochmal in die Hand nehmen. Um dann ein wirklich ausführliches Meinungsbild abgeben zu können. Finde die Unterteilung beim PS4-Controller nicht so gut. Habe aber auch noch keine 2D-Spiele damit gespielt. Von der Position dürfte es aber echt gut sein. Ja. In die Todesgrube. In die Todesgrube zu der Todesschildkröte. Ach ja. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Beruhigen wir uns wieder alle. Alles in Ordnung. So, jetzt wird wieder hier... Jetzt wird wieder in die Hände geschnupst. Schnup. B1. Das ultimative Benario.
Es war so klar. Ich hoffe, dass das vom Xbox Series X Controller wieder einen weichen Druckpunkt hat. Das stört mich ein wenig beim Xbox One Controller. Hatte den Xbox One Controller noch nie in der Hand. Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Aber okay, langsam. Langsam. Windows hat mich jetzt wieder erschreckt. Will irgendwas... Glaubt, die wollen, dass ich meinen PC sichere, weil irgendwie... Bla. Irgendwie seltsam, oder? Doop, doop, doop. Das vom Xbox One Controller ist so ähnlich wie beim 3DS, also so seltsam starr. Das hört sich ekelhaft an. Ups. Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Bei den neueren Konsolen ist es ja sowieso so, in den meisten Fällen braucht man da ja auch eher das... den 3D-Stick halt häufiger... Ups. Als alles andere. Da fand ich die Anordnung zum Beispiel beim Xbox 360-Controller auch besser. Ich meine, beim PlayStation-Controller sind beide Sticks halt unten. So, beim Xbox 360-Controller sind die ja versetzt. Das fand ich eigentlich über Jahre auch besser. Aber mittlerweile habe ich so viel PlayStation gespielt, dass es mir eigentlich auch relativ egal ist. Da habe ich für mich irgendwie keine... Da habe ich die Hemmschwelle überwunden. Ist übrigens nur ein knapper Monat, ne? Bis hier... Next Gen! Woo! Next Gen! Wuhu! PlayStation! Wuhu! Und die Xbox. Dum-dum-dum-dum. Vorsicht, Nintendo gibt es auch noch. Oder so ähnlich. Nee. Wee. Ich habe mittlerweile einige Controller hier rumfliegen und man gewöhnt sich eigentlich an alle. Aber du wirst sie doch wohl kaum zum Launch kaufen. Da ich nicht vorbestellt habe und mir wird es wahrscheinlich sowieso kein Rankommen geben. Also werde ich es mir auch nicht kaufen. Ups, ist jetzt in meiner Prioritätenliste eher nicht so weit oben, aber ich kann auch verstehen, wenn man sie sich kauft oder wenn man sich eine der Konsolen kauft, wenn man da Bock drauf hat. Ist ja immer nett, was Neues zu haben, ne? Passt schon. Das sah jetzt gerade so traurig aus. Dieser endlose Fahrstuhl nach unten. Die dumm. Ach ja. Wow. Wow, okay. So ähnlich macht man das. Nicht genau so, wie ich es gezeigt habe, aber durchaus so ähnlich. Man konnte sich schon ein gewisses Bild davon machen, in welche Richtung es eventuell gehen wird. Hui. Schnupp, schnupp, schnupp. So. Oh, Butter. Man fehlen halt immer noch so die Kaufgründe, also die Spiele. Außerdem hat Mama gesagt, dass ich, bevor ich eine Konsole kaufe, schön brav den PC wieder heftig mache, weil der ja sinnvoller ist. Deine Mama hat gesagt, dass du den PC wieder heftig machen sollst? Das ist aber eine coole Mama. Und vergiss ja nicht, Machine Play den PC wieder heftig zu machen. Okay, das klang jetzt mehr wie deine Oma. Das tut mir leid.
Ich hab Bullshit gemacht. Hab ich Bullshit gemacht? Schnappu! Ich bin Schnappu, das kleine Krokodil. Hui, hui. Hui. Okay. Schnappu! Woher weißt du, wie meine Oma klingt? Das. Ich weiß viele Dinge, von denen ihr nichts wisst. Legt einen Hefter auf den PC, um ihn heftiger zu machen. Mhm. Lapdidop. Ich glaube, wir hatten den Level aber bestimmt schon fast geschafft. Also eigentlich habe ich ihn damit schon geschafft. Also eigentlich habe ich das Spiel schon durchgespielt. Wollte ich nur mal so anmerken. Hui. Ah, bleiben wir doch mal oben. Oben ist doch viel cooler. Wow. Bitte. Nadja, Bo. Du. Aber man kann diesem Spiel einfach nicht böse sein. Dafür ist die Musik zu knuffig, die Optik zu süß. Es ist einfach zu sehr Nintendo. Nicht wahr? Vielleicht ja, vielleicht nein. Omas sind Retro? Ihhh! Gitti, gitti, gitti. Ich bin abgerutscht. Ups. Für mich persönlich ist halt das PC-Gaming einfach ein Problem. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist einfach, ich bin durch und durch einfach zu sehr mit Konsolen verwurzelt. Ich denke zu konsolig, deswegen kann ich einfach, ich komme einfach mit PCs nicht klar. Oder mit dem Spielen am PC. Es funktioniert nicht. Es ist eine komplett andere Welt. Bubbidup. Toll. Wir haben noch eine knappe Stunde für Dingster Level. Kannst du für das finale Level auf Luigi wechseln? Warum? Ist es jetzt nicht gerade die bessere, größere Leistung, wenn ich jetzt alles mit Mario beende? Warum soll ich mir selber den Triumph nehmen? Das verstehe ich nicht. Es kommt kein Geräusch, oder? Kam ein Geräusch? Nö. Ich glaube, das soll einen nur wuschig machen. Hier gab es gar keinen. Richtig oder falsch. Puh. Es war so klar, dass ich sterbe. Ah, das war's. Wenn man schon eine halbe Minute dahin guckt und nicht weiß, was man tun soll, warum? Warum hätte das jetzt ein anderes Ergebnis haben sollen? Jetzt mal ernsthaft. Es gab absolut keinen Grund dafür, dass es hätte anders laufen sollen. Konsolen halt werden halt mehr und mehr zu PCs und bla. Berufsbedingt brauche ich halt sowieso einen PC. Ja, in meinem Beruf sitze ich auch einen halben Tag am PC, aber deswegen spiele ich halt nicht am PC. PC ist für mich Word und Excel. Und Surfen.
blöd im Internet surfen und YouTube-Videos gucken. Ich meine, das Einzige, was ich eigentlich machen müsste, wäre meinen PC per HDMI mit dem Fernseher verbinden. Und schon könnte ich hier die ganzen tollen PC-Spiele auf einfache Art und Weise spielen. Wäre bestimmt auch gut. Aber, ja. Es ist halt so dieser charmante, es ist ja schon alles vorbereitet Gedanke bei Konsolen. Was ja jetzt auch nicht mehr hundertprozentig stimmt. Aber egal. Übrigens läuft quasi meine, während ich hier nebenbei streame, ich hatte mir unter der Woche eine neue externe Festplatte gekauft für meine PlayStation 4. Damit ich jetzt meine ganzen Spiele irgendwie da drauf bekomme, weil ich das irgendwie brauche. Dieses, wenn ich Bock auf ein Spiel habe, dann will ich es spielen können. Dann will ich nicht erst irgendwie 30 Jahre warten, bis ich es runtergeladen habe. So, deswegen läuft jetzt quasi die ganze Zeit diese Festplatte rödelt gerade die ganze Zeit rum und ich mache Download um Download um Download. Momentan ist knapp ein Gigabyte wieder gefüllt. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Und es fehlen noch ein paar Spiele. Also ich bin momentan echt so ein bisschen... Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich diese... Ah, Quatsch. Was hatte ich jetzt gesagt? Ein Terabyte ist jetzt voll, nicht ein Gigabyte. Ein Terabyte. So. Ja, nee, ich habe mich versprochen, Entschuldigung. Ein Terabyte ist voll. Ein Terabyte von 5. So. 56K Modem, ja. Ich bin mir jetzt momentan nicht so sicher, da jetzt noch einige Spiele kommen werden, ob ich tatsächlich mit einem 5TB hinkommen werde oder nicht. Das sind so Sorgen und Befürchtungen, die mich gerade umtreiben. Wäre schon schade, wenn ich auch mit 5TB nicht hinkomme. Ich bin halt so guten Gewissens davon ausgegangen, das wird schon klappen. Weil als ich damals, ist jetzt zugegebenermaßen ja auch schon ein paar Tage her, als ich damals die angefangen habe mit der 2TB Festplatte, da hat die ja fast gereicht. Also waren ja nicht viele Spiele, die gefehlt haben. Deswegen bin ich davon ausgegangen, na gut, 5, das ist doch jetzt, das müsste doch locker gut gehen. Aber seitdem habe ich ja zwischenzeitlich dann doch wieder ein paar Spiele gekauft und so. Deswegen... Also von locker kann da keine Rede sein. Ups. Wirst du dann auch dein PS Plus Abo bis in die Unendlichkeit laufen lassen? Naja, wenn ich sowieso... da gehst du jetzt ja davon aus, dass ich jetzt spontan auf die Xbox rüber wechsle, aber werde ich ja nicht machen. Sprich, ja, klar, momentan lasse ich mein PS Plus Abo noch weiterlaufen, weil ich nutze die PlayStation ja auch. Und wenn ich Bock habe, irgendwie auf online Formel 1 spielen oder so, dann mache ich's. Oder wenn ich Bock habe, irgendwie mir die monatlichen Titel runterzuladen, dann mache ich das halt auch. Also von daher, momentan ist es ja okay. Wie es in 20 Jahren ist, ist die andere Frage. Aber in 20 Jahren ist wahrscheinlich auch die externe Festplatte nicht mehr in Ordnung. Sondern eben wegen Spiele behalten und so. Naja. Wenn ich Bock auf die jeweiligen Spiele habe, dann werde ich es wohl behalten müssen, ja. Ich wurde total versonied. Man kann es doch nicht anders sagen. In 20 Jahren brauchst du einen extra Serverraum für alle Spiele auf der PS7. Na, da wird das alles schon wieder ein bisschen anders funktionieren. Eventuell. In 20 Jahren werden die Spiele ja sowieso in unser Gehirn gestreamt. Dann wäre es nur ganz gut, wenn das eigene Gehirn eine große Kapazität hätte. Stell dich mal vor, dann kommt irgendwie so raus, ja, du brauchst eine externe Festplatte für dein Gehirn. Nicht genug Speicherplatz. Verdammt. Das wäre irgendwie ein bisschen traurig. Puh. Wow. Mhm.
mir Sorgen, mach mir Sorgen, mach mir Sorgen, mach mir Sorgen. Ja, das war dumm. Ich hätte auf der Grünfläche anhalten sollen. Nicht 200 Jahre. Die technische Entwicklung, die geht rasant schnell voran. Also, was in 20 Jahren nicht alles möglich ist. Ihr werdet staunen. Und dann werdet ihr sagen, haha, der Hering, der hatte recht. Vor 20 Jahren. Als ich mir aus einer Laune heraus diesen ollen Stream angeguckt habe. Genau das werdet ihr sagen. Und dann werden wir nochmal reden. Also vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ups. So. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich habe kürzlich gelesen, dass das Morsche Gesetz aktuell an seine Grenzen kommt. Ich weiß jetzt leider aus dem Kopf nicht, was das Morsche Gesetz ist. Ich habe das bestimmt schon mal gelesen, aber... Aber kläre uns doch... Wups. Doch gerne auf, wenn du möchtest. Hallo Lakito, ich mag dich nicht. Hallo Lakito, ich mag dich nicht. Hallo Lakito, ich mag dich nicht. Ich mag dich kein bisschen. Geh weg einfach. Geh einfach weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Weg, weg. Cool. Ich dachte, ich könnte noch mehr überspringen. Hui. Springen, 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 springen. Wow. Okay, das war jetzt sehr nett, dass er nichts geworfen hat. Kacke! Und da fällt er direkt in die Grube. Spiele werden ins Gehirn gestreamt und man kann alle 5000 Pokémon direkt finden, ohne auf PokeWiki nachzuschauen, wo sie zu finden sind. Oh, das wird so toll, dann Pokémon spielen zu können. Dann kann auch ich wieder Pokémon spielen, weil dann wird einem wieder alles gesagt. Dann ist alles im Gehirn vorhanden. Jedwedes Element des Schnaffelschnoffs und des Huffelpuffs und so weiter und so fort. Dann muss ich nicht immer erst blöd nachgucken oder im Stream fragen oder so. Sondern dann weiß ich einfach wieder alles. So viel besser. Hi. Mist. Dann haben Pokémon-Spiele endlich Wii-Grafik. Naja. Pokémon ist mir zu einfach geworden. Mir nicht. Ups. Was heißt überhaupt so einfach im Rollenspiel? Dann levelst du halt weniger. Schon ist es nicht einfach. Spricht aber auch nicht unbedingt für das Rollenspiel eventuell, wenn das irgendwie das einzige Kriterium ist. Wow, cool. Lakitu, Lakitu, was hast du getan? Lakitu, Lakitu, ich mag dich nicht. Hoppsa. Ich mag dich wirklich nicht. Nein. Ja. Nein. Ja. Wow. Habada, habada. Schnuschna. Schnie. Ja, 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 ja. Ich bin aus Pokémon ausgestiegen, als sie uns auf einmal Eiswaffeln und Müllbeutel als Pokémon angedreht haben. Generation 1 Pokémon sahen teilweise auch nicht besser aus. Das dürfen wir nicht verklären. Das dürfen wir nicht verklären. Mir sind Plattformen ausgegangen. Welt C4. Das ist übrigens die explosive Welt.
Die explosive Welt, die so aussieht, als wären wir schon mal in ihr gewesen. Wieso uns hier in diesen Buchstabenwelten nur noch Wiederholungen andrehen? Es ist unfassbar. Wofür bezahle ich überhaupt? Wenn jetzt alles einfach nur gleich ist. Okay, es ist nicht gleich. Oh, ist richtig schön bescheuert. Hui! Ah, es wird toll. Es wird sehr toll. So. Ali, nein. Oh, das ist ein richtig schöner Sprung. Das ist ein richtig schön beschissen bescheuerter Sprung. Der wird viel Freude bringen. Ja, ja, ja. Hi, ha, hu, hi, ha. Als man auf dem Gameboy Glumanda genommen hat, war das der schwere Modus und es wurde gefeiert. Was, du hast Glumanda genommen? Aber dann hattest du doch gar keine Chance gegen Rocco. Der hat doch Stein-Pokémon. Ja, ich hab's mir halt extra schwer gemacht und so. Aber Glumanda ist voll cool. Boah, bist du ein krasser Abfahrer. Ja, so hat man damals gesprochen. Die gute alte Zeit. Wow. Heftig. Ja, genau das. Das war noch vor Hashtag krass. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Ew. So. Eine Welt noch. Eine. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Also war doch nur bis D, oder? Es gab nicht E, F, G, H. Nein, 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 das gab's nicht. Nein, 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 das kann's nicht. Das kann's nicht gegeben haben. Und wenn doch, dann ist es eine Lüge. Cool. Welt D1. Oder auch genannt, jetzt wirst du sterben. Ich meine, ist das deren Ernst? Was? Verstehe nicht. Okay, cool. Also schnell machen ist schon mal eine gute Idee. Ja, eine sehr gute Idee. So, keine Ahnung, was ich tun muss. Deswegen springe ich einfach. Erstaunlich. Heftig, deftig, wie das duftet. Das war irgendeine Werbung. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich wollte anfangen zu singen, aber es tut mir leid. Es ist einfach alles weg. Alles, alles weg. Boop. Wow. Wow. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erkenne es aber an. Spiel, danke. Danke, Spiel. Whatever. Nehme ich. Nehme ich gerne. Als Kind war Pokémon Gelb der schwere Modus, unmöglich war, mit Pikachu Rocco zu besiegen, hab Rocco mit Pikachu Only besiegt, hat nur sehr viele Heuler und Routenschläge benötigt. Aber im Pokémon Gelb hat Pikachu doch auf Level irgendwas hier Eisenschweif gelernt, oder? Oder irgend so, war das nicht irgend so eine komische... Nee, Quatsch, kann er ja gar nicht. Metall gab's noch nicht. Aber hat er nicht irgendeine Attacke gelernt, mit der er dann auch Gesteins-Pokémon verletzen konnte? Er hatte doch dann irgendwas, oder nicht? Oder... Irgendwas hat er doch gelernt. Aber es mag auch so gegangen sein. Ja, ruckzucki. Der hatte doch noch irgendwas anderes. Blablabla.
Ansonsten Pro-Gamer-Tipp. einfach einen Nidoran fangen. Und dann mit Doppelkick die Gesteins-Pokémon vermöbeln. Tja. Jetzt wärst du froh gewesen, wenn du mich damals schon gekannt hättest, ne? Hat Pikachu nicht Doppelkick gelernt? Oder so? Hat Pikachu nicht Doppelkick gelernt? Genau, war da nicht irgendwie Schnu-Schnu irgendwas? Da muss doch irgendwas gewesen sein. Ups. Nein! Dido. Denkt Hering gerade an Let's Go Pikachu? Ich weiß nicht mehr, was Let's Go Pikachu war. Ich habe es mal Let's Played, das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Du. 1 und 3 macht 5. Dim. Und 2 macht 9. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Meine Herangehensweise damals: Smetbow und Konfusion. Ja, oder das. Und wie man Smetbow dann geliebt hat, oder? Wenn dieser kleine süße Schmetterling die ganzen Gegner gebritzelt hat. Konfusioniert hat. Einfach in jedweder Pore zerstört hat. Ungefähr bis Level 25 oder 30 und dann war Smetbow nicht mehr so interessant. Aber nein. Zumindest am Anfang hat er einem sehr geholfen. Und da waren jedweder Beziehungen besser als Bibor. Danke. Hering, spielst du mal das Pokémon Training Card Game? Trading Card Game? Ja, weiß ich nicht. Das habe ich auch damals gesuchtet, ne? Das war nicht feierlich. Ich hatte fast alle Karten, glaube ich. Welt D3. Oder hatte ich alle Karten? Ich glaube, es war nicht so einfach, alle Karten zu bekommen, oder? Aha. Okay. Du. Ist hier ein Pilz? Tatsächlich. Ja. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ah, dieses Spiel, man muss es doch lieben. Über alle Maßen. Will es geliebt werden. So, 3 Stunden warten. Kann ich den ersten vielleicht auch triggern, indem ich... Ah, ist egal. Okay, cool. Ah, Moment. Ja. Ja, oh, ja, oh, gut. Wie sperrt man sich am besten ein? Folge 1. Cool. In der Theorie kann einem das aber bestimmt helfen. In der Theorie. Alter, was mache ich denn für ein Bullshit? Nein, Schnubi! Hatapu! Mann. Ach, es war doch einfach nur. Ist doch nicht schwer. 2 Karten waren super arschig. Die gab es nur über diese Verbindung mit dem anderen Game Boy Color, über dieses Infrarot-Dingsi. Ja, ich hatte einen Game Boy Color. Und das Infrarot-Dingsi habe ich ausgiebig genutzt. Welchen nicht-legendären Vogel fandest du in Rot-Blau-Gelb am besten? Taubos, Dodri, Porenta oder Ibitak? Ich fand Dodri am besten. Wenn du mich so fragst, ich auch. Ich habe auch irgendwann mal ein Team gebaut, wo Dodri mit drin war. Ups. So.
Nein. Ja, egal. Gut, okay, es ist ganz egal. Ganz egal. Noch ein Pilz wäre aber echt, echt cremig. Gut. Nicht cremig. Keine Creme. Keine Creme für den Hering. Scheiße. Na, ja, und diese Kaizo-Blöcke noch und nöcher. Was soll denn das für ein Bullshit sein? Jetzt mal ernsthaft. Die wollen es aber auch mal wieder so richtig wissen. Als ob das sein müsste. Als ob das sein müsste. So, zack und zack. Herr bitte. Nein. 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 Toll. Gut, egal. So. Warten. Cool. Cooper in die falsche Richtung gekickt. So, hier kommt gleich noch einer. Nee, kommt nicht. Mhm. Ja, hier ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Warum schießt der unten nicht mehr? So, egal. Ich hatte gerade kurzzeitig überlegt, ob nur zwei Kugelwillis gleichzeitig auf dem Bildschirm da sein können, aber mir geht die Zeit übrigens gleich flöten. Wenn ich noch 3 Stunden länger überlege. Okay. Es wäre jetzt so lustig gewesen, wenn ich am Kugelwilli gestorben wäre. Ich mochte ganz lange Zeit Taubos am liebsten. Dann eine Weile Ibitak und im Moment ist es Porente. Hab die Pokémon-Liga mal mit Glurak, Ibitak und Biboa und Kanimani und Schnuschnu fertig gemacht. Ja, genau das. So. Damals in Generation 1, als Dunadel noch die beste Käferattacke war. Oh ja, super. Und Psycho-Pokémon sind ja anfällig gegen Käferattacken. Hier, Mewtwo. Versuch mal mit meinem Biboar fertig zu werden. Biboar, Biboar. Okay. Mewtwo is not amused. Okay, es geht hier nicht lang. Hä? Hä? Wo muss ich hin? Muss ich echt darüber? Ich bin verwirrt. Der Aufbau dieses Schlosses ist verwirrend. Aber anscheinend Absicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Cool. Mich ärgert es bis heute, dass Biboar schwach gegen Bodenattacken ist. Naja, aber... Du kannst doch nicht erwarten, dass Biboar die ganze Zeit fliegt. Oder? Nur weil es 2 Flügel hat. 4 Flügel. 6 Flügel. Wie viele Flügel hat es? Ich weiß es nicht. La ba 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 ba. Dum di dum di dum. Übrigens Welt D4. Meine Damen und Herren. Start your engines. Nee. Okay, cool. Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben, ich hasse mein... Was ist das für eine seltsame Bowser-Festung?
Ich verstehe es nicht. Ja, so ähnlich. Verdammt, du hast mein Flaggschiff versenkt. Wollen wir mal Schiffe versenken spielen? Chat gegen Streamer? Da wäre bestimmt eine total tolle und lustige, innovative Idee, die, auf die noch nie ein anderer Mensch zuvor gekommen ist. Hui! Ich mochte dieses Schiffe-Versenken-Spiel aus Wind Waker total gerne. Das habe ich auch ab und zu so gespielt. Mal davon abgesehen, dass es aber relativ arschig war, weil man das irgendwie ziemlich perfekt spielen musste, glaube ich, um ein Herzteil zu bekommen oder so. War das nicht so? Oh. Wolltest du nicht noch mit uns Monopoly spielen? Ja, die Idee wäre ganz interessant und witzig gewesen, aber auf der anderen Seite... Naja. Wow. Nein, nein! Schwein gehabt. Warum auch immer das Spiel auf einmal so nett war. Aha. Didum. Wie viele Schmatzer er mittlerweile hat. Thank you, Mario, for restoring peace to our kingdom. Hooray to our hero, Mario. Push-Start. Ich finde, sie freut sich ein bisschen zu früh. Sie hängt immer noch in einem freischwebenden Käfig über kochend heißer Lava. Aber naja. Gut. Push-Start. Safe and quit. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe Mario Bros. The Lost Levels durchgespielt. Das tut mir jetzt aber leid. Das tut mir jetzt aber leid, dass ich es einfach so durchgespielt habe. Einfach so aus dem Ärmel geschüttelt und ohne Vorbereitung. Das ist jetzt aber auch, also, da muss man mir auch wirklich... Aber ich finde, so richtig kann man mir auch da keinen Vorwurf machen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, als ihr euch dieses Spiel ausgesucht habt? Also, jetzt muss man doch wirklich mal, aber nein, gut. Okay, ja gut, das war Mario Bros. The Lost Levels. Das war, glaube ich, ganz okay.